Maurice und Mike von Bilderbuch sind hier. Grüß dich. Aus Österreich angereist, aus Linz. Heute nicht so weit. Ja. Eigentlich seid ihr aus Wien. Eine ausnehmend schöne Stadt, durfte ich vor ein paar Wochen erst wieder feststellen. Seid ihr gerne Wiener? Ja, ja. Ja, ja. Na ja, sicher. Das kommt aber richtig überzeugt. Na sicher. Ja? Man geht durch den ersten Bezirk vor der Haustür so in die Richtung und man kommt sich vor wie in der Touristenfalle. Das ist wunderbar. Also, bin zufrieden. Ja, wohnt neben Schönbrunn. Also von dem her. Ach, du wohnst neben Schloss Schönbrunn? Ja, ja, wirklich. Ungefähr 200 Meter entfernt davon. Es gibt die Band Bilderbuch. Seit 8 Jahren haben wir gerade festgestellt. Ja, ja. Das ist schon echt eine ganz schön lange Zeit, wenn man sich das so überlegt. Und jetzt aber plötzlich, also man kann, also nicht so, dass man euch vorher nicht kannte, aber jetzt reden plötzlich alle über euch. So. Und, da stellt sich natürlich die Frage, welcher schlaue Marketing-Schachzug hat euch in die Erfolgsspur gehoben? Viele. Ja? Ja, viele kleine. Viele kleine. Ich glaube, das kann man gar nicht so arg steuern. Man macht sein Ding und irgendwann, dass da jetzt gerade alle so drüber reden, das ist schön, wenn man das immer wieder hört. Aber im Endeffekt, wir machen Lieder, bringen es raus. Haben uns diesmal überlegt, wir bringen nur 3 Lieder raus. Und es fühlt sich an, als hätte man 10 Lieder rausgebracht, die alle wahnsinnig cool sind. Aber von dem her, schätze ich, Minimalismus ist angesagt. Also. Normalerweise lösen sich ja Bands ja ungefähr so nach 4 Jahren auf, wenn sie nichts gerissen haben, weil dann, keine Ahnung, das Jurastudium vor der Tür steht oder so. Warum habt ihr so lange an euch geglaubt oder so lange da weitergemacht? Ja, weil ich glaube, in erster Linie, weil es eine Ehre ist, wenn, also für mich persönlich ist es so, ich wäre mir selbst was schuldig, wenn ich mit so einem grenzgenialen Gitarristen zum Beispiel zusammenspielen darf, in meinem Leben einmal, glaube ich. Und wenn ich diese Chance nicht nutze und wenn ich mir nicht selber jeden Tag, wenn ich aufstehe, mich ermahne, wie geil es nicht ist, den Typen da zu treffen und mit ihm da Musik zu machen, dann hätte ich ganz andere Herangehensweise. Aber ich würde mich selbst verraten. Woher, kennt ihr euch schon lange eigentlich? Also gut, mindestens seit 8 Jahren, klar, weil ihr seit 8 Jahren Musik macht. Aber in dem Fall ist es anders, weil ich bin erst später dazugekommen, vor 5 Jahren. Okay. 6 Jahren mittlerweile. 5, 6 Jahren. Okay. Ich bin schon länger dabei. Aber eigentlich da, wo alles angefangen hat, da kann man sagen, ja, war er dann dabei. Und das ist eben so, ich glaube, das sind so viele Sachen, warum man einfach nicht aufhört, weil man einfach weiß, das muss man machen. Man muss da noch weitergehen, warum auch immer. Das sind so diese kleinen Gründe. Ich glaube nicht, dass es nur außen gesteuert ist, sondern dass, und deswegen Erfolg macht man gerade deswegen weiter, sondern ich glaube, weil man sich selbst am meisten schuldig ist. Wenn man in einer Lage ist, oder wenn man zumindest glaubt, in einer Lage zu sein. Dann warst du aber ganz früher noch nicht dabei, als ihr mal so angefangen habt mit Kinderbüchern und so. Mhm, genau, und warst du da auch schon dabei? Nein, war ich nicht dabei, genau. Dann muss ich die Frage nur an dich stellen, Maurice. Ihr habt auch Märchen vertont, glaube ich, gell? Ja. So, ich glaube den Struwwelpeter, weil das habe ich irgendwo gelesen, dass du es erzählt hast. Ich finde, es ist eine der ätzendsten Geschichten, die ich jemals gehört habe. Ja, im Nachhinein ist es eine katastrophale Geschichte ätzend, dass wir das mal gemacht haben. Nee, die Geschichte vom Struwwelpeter. Naja, ich habe das nie gehört, wie ihr das. Wahrscheinlich genial. Ja, wahrscheinlich, unglaublich. Ich war bahnbrechend, bevor ich in der Band war. Ja, natürlich. Ach, krass. Aber wir haben uns damals gedacht, hey, es hat damals schon so viele Bands gegeben sogar. Ja. Auch wenn es noch nicht so aus dem Freundschaftskreis war, man hat trotzdem das Gefühl gehabt, am Land waren schon so viele Bands, dass wir selber gesagt haben, hey, wir wollen nicht einheitsbrei sein und wir wollen auch nicht Englisch singen und wir wollen auch nicht Deutsch irgendwie uns da jetzt mit 15, 16 Jahren, weiß nicht, und sagen, wir sind so und so ernsthaft und können das alles erzählen, sondern wir haben gesagt, hey, was sind wir eigentlich, Kinder? Du hast es sogar so ausgedrückt, du hast gesagt, wir stellen uns nicht hin und tun so, als seien wir Tokotronik und hätten was verstanden. Das war ein großartiger Satz. Ich hab das dann gelesen, was ich da gesagt habe, und dann habe ich gedacht, ich darf vielleicht nicht immer so Tokotronik als Mahnbeispiel nehmen. Eine ganz gute Band. Wir sind ja eine super Band und so, aber prinzipiell mit 15, 16 war das der Gedanke. Du kannst mit 15, 16 nicht weltverbesserisch herumkommen. Nicht, wenn du aus der Wohlstandsgesellschaft kommst, also Mittelmaß oder so, und dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, so geht das nicht. Also auch wenn wir das auch gesagt haben, früher oder später. Boris, du hast neulich ein Interview hier bei Puls schon gegeben, ein Telefoninterview, glaube ich, war es, mit meinem Kollegen Michael Badewski. Ja, der ist sogar extra nach Wien gekommen. Der ist extra nach Wien. Extra, weil Wien so schön ist. Ja. Ja, ja. Und weil Bilderbuch halt gerade auch und so. Ja. Du hast nur diesen Satz gesagt, das Wort Indie schreckt momentan jeden normal denkenden Menschen ab. Hast mir damit natürlich total aus der Seele gesprochen. Wie erklärt ihr euch denn so diesen beispiellosen Niedergang von einer ganzen Haltung zur Musik? Also Indie war ja wirklich so vor 10 Jahren, war das ja nicht nur eine Musikrichtung, sondern eine und so weiter. Naja, beispielhafter Niedergang, ich glaube, das ist ganz was. Im Ansehen? Also beispiellos oder beispielhaft?
beispiellos. Beispiellos hast du gesagt. Ja. Ich würde sagen, es ist beispielhaft okay, für Musikrichtungen. Also, ich verstehe gleich nicht mal den Unterschied. Ja, eben da, ich glaube, beispielhaft ist es deswegen, weil jede Musikrichtung in einer Zeit und in einer Lage kommt, wo es ihr schwerfällt. Und dann gibt es Bands, die diesem Genre so verfallen sind, weil sie zum ja. Beispiel dieses Genre auch mitgegründet haben. Das ist jetzt Rave oder Grunge und so. Und das stirbt natürlich irgendwann. Irgendwann kommt der Moment, da gibt es dann die fünf Großen, die funktionieren, logisch. Ja. Und dann ist dieses Genre oder dieser Titel, es muss ja nicht immer, ich glaube, was ganz wichtig ist, heutzutage spürt es sich so an, dass dieses Genre-Ding überhaupt ein bisschen aufbricht. Ja. Aber prinzipiell ist der Niedergang des Indies ein ganz normaler Prozess. Und man muss sich da einfach als Künstler diesem Genre so weit entledigen, dass man sagt, man stirbt nicht mit dem Indie. Und das ist wichtig. Setzt ihr deswegen auch so ganz bewusst einen Gegenpol? Ihr lasst euch nicht dann irgendwie traurig im nebligen Wald filmen bei euren Musikvideos, yeah. sondern halt neben einer gelben Protzkarre. Oder auf einer lila Luftmatratze im Pool und so. So banal das klingt, aber natürlich war das ein bisschen auch der Ansatz zu sagen, eigentlich so eine Indie-Band, die eben Klischeebilder bedient, die wir alle in- und auswendig kennen, weil wir alle ungefähr in dem Alter sind, dass wir ja. das alles erlebt haben, dass wir sagen, okay, wir holen neue Bilder in das Ganze. Es klingt ein bisschen anders, wir holen neue Bilder und na klar, es ist schon ein bisschen der Gedanke dahingehend. Eine letzte Sache muss ich noch kurz klären. Es gibt zu wenig Sex in der deutschsprachigen Musik. Ist euch ja anscheinend ein Anliegen, das irgendwie ein bisschen zu ändern. Ich finde aber, bei euch muss man die Sexiness auch so ein bisschen suchen mit der Lupe. Also die erotischste Szene ist ja, glaube ich, wo du das Auto so ein bisschen zärtlich streichelst in dem Video zu Maschinen. Was für eine Art von Sexiness meint ihr damit? Prinzipiell, glaube ich, geht es da ein bisschen auch um den Ansatz, wie die Musik auch schon gespielt ist. Also das fängt an bei ein bisschen Soul-Einflüsse und R&B-Einflüsse, die schon für Sexiness stehen. Es geht so weit, dass ich finde, dass teilweise auch Feinste Seide, die erste Nummer von der EP, bewusst, es klingt einfach ein bisschen lasziv. Und das verbinde ich ein bisschen mit der Sexiness. Maschinen, lalalala. Und das prinzipiell, ohne jetzt das groß an die Glocke zu hängen, ist schon die Idee da, eher sich orientieren an eben solche Sachen wie Prince. Zu sagen, das ist sexy. Ob man das jetzt schafft und wie weit man das bringt, ob es der eine findet, der andere mit der Lupe und das ist was wieder dahingestellt sein. Aber man muss sich selber so ein bisschen ein Ziel oder zumindest eine Sache hinstellen und mal probieren, wie weit kann man überhaupt da Grenzen ausloten? Weil das ist ja doch die Meinung, dass es auf Deutsch recht schwierig ist, oder? Ja, ja. Absolut. Also, wobei ich sagen muss, als Deutscher, Muttersprachler sozusagen, oder als Deutscher, nicht Muttersprachler, als Deutscher, der keinen Akzent hat, ist ja das, also es gibt ja fast nichts Sexieres als Wienerisch. Oder? Also da habt ihr schon gewonnen. Das ist, von dem her haben wir uns wahrscheinlich die richtige Nische gemacht. Wir haben das Wienerische sexy erkannt und machen da wahrscheinlich weiter. Ich hoffe, ihr freut euch auf euren Auftritt nachher Super. Bei uns. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Tausend Dank, dass ihr hier seid. Bei Danke uns, dir. Maurice und Mike vom ja. Bilderbuch.